Hallo und willkommen zurück zu Let's Code Human Resource Machine. Wir sind stuck in the middle sozusagen, in diesem Level, bei dem wir versuchen, Dublierten irgendwie zu verhindern. Unser naiver Ansatz hat uns zwar das Level schon abschließen lassen, allerdings nur mit dem kürzesten Code, aber nicht mit dem schnellsten Code. Wir sind mittendrin, das Ganze zu optimieren. Also netter Mann hat vorgeschlagen, dass wir quasi das, was der Input hier liefert, schon vorsortieren können und damit vielleicht den ganzen Compare-Shit der anderen uns sparen. Wir müssen jetzt trotzdem comparen beim Einsortieren, deshalb bin ich am Zweifeln, ob das wirklich schneller ist, aber wir probieren es trotzdem, weil es einfach mal auch ein komplett anderer Ansatz ist zu dem, was wir bisher gemacht haben. Wir schauen einfach weiter. Unser Ansatz war jetzt, Blöcke hier reinzuholen und so lange hier beim Einsortieren schon zu kopieren, dass wir die Sachen aufrücken können, wenn irgendwas kleiner ist. Und da sind wir gerade dran gescheitert. Also wir, ich, ja. Ich bin dran gescheitert, weil wir hier jetzt nämlich mit dem I schon gescheitert sind. Dieser Pluskram da oben, der muss aber sein, der passiert ja schon, das ist ja richtig. Also ist die Frage, ob wir hier mit 1 anfangen sollten oder mit. Probieren wir es mal. Probieren wir es einfach mal naiv. Und schauen, was da jetzt passiert. Aber wir hatten gerade so ein Indexproblem, weil wir ja. Warte mal, funktioniert das denn eigentlich schon? Bams ist negativ. Was machen wir da gerade? Das ist ja auch schon falsch hier, ne? Also in dem Fall, dass es positiv ist, ist ja auch Mist. Dieser Case hier. Warum subtrahieren wir das hier mit einem Count? Das ist ja Quatsch, ne? Das ist ja eindeutiger Quatsch. Wir wollen ja i eins höher haben, falls das hier. Ne, eins niedriger wollen wir es. Ne, eins mehr. Wir sind jetzt bei i. I, das ist ja die äußere Schleife. Copy from i. Count. Warum subtrahieren wir den Count hier eigentlich? Das machen wir doch. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum machen wir das hier an der Stelle? Es gibt nie einen Grund. Achso, das ist unsere Abbruchbedingung für die Schleife. Doch, es gibt immer einen Grund. Wir müssen die Schleife hier eins höher zählen. Ich bin halt auch kein so ein Assembler-Guru, gell? Deswegen wahrscheinlich gibt es ein Pattern dafür, wie man eine Vorschleife generiert. Und ich wurschtel mir hier gerade einen ab und bin völlig falsch. Was sehr wahrscheinlich ist. Und durch diese Hin- und Herschieberei mache ich mir jetzt gerade eine verschachtelte Schleife, also eine innere Schleife nochmal. Okay, also irgendwas ist hier mit der Schleife schon kaputt. I ist ja die Laufvariable. Und wenn negativ, dann müssen wir eins weiter noch. Also muss hier irgendwie ein I++ passieren. Kriegen wir denn jetzt hier ein I++ hin? Oh, ist das ein Scheiß. Weißt du, das ist ja der simple Case. wir können halt an der Stelle jetzt nicht einfach if zero. Also wir machen die Compares hier. Wir können ja mal. Hier mache ich nochmal einen Substract mit Count. Habe ich was verpasst? Seit wann ziehen wir die denn ab? Subcount. Wir nehmen Copy to. Wir nehmen das und ziehen. Achso. Wir subtrahieren I mit Count.
Oder was auch immer wir auf dem Arm haben. Copy to. Ja, wir holen ja hier, das Initiale ist ja I. Hier haben wir nur das Ergebnis von Puffer auf dem Arm. Das interessiert uns aber nicht. Haben wir hier irgendwo ein I++? Eigentlich auch nicht, gell? I muss aber 0 sein, sonst haben wir ein Problem beim Aufgreifen. Also 0 ist schon in Ordnung. Die Subtraktion ist auch in Ordnung. Wir müssen das im Nachgang machen, das hilft alles nichts. Bump. Sagen wir mal. Was ist denn das alles zu... Ach, das machen wir ja hier. Hier passiert der Bump. Also können wir doch if negative jumpen wir einfach nach da unten. Und dann jumpen wir ja ohnehin wieder nach oben. Okay, dann hätten wir wenigstens diesen Case jetzt mal. Meine Fresse. So, aber uns interessiert ja der andere, nämlich dieser hier. So, wir stellen also fest, wir müssen es verschieben. Warte mal. So. Copy from Buffer. So, das muss jetzt... Warum? Achso, weil das jetzt das nächste Größe. Alles gut. Okay, das ist ja der Case. Alles gut. Okay, wir haben das. Das läuft also. Also der Negativ-Case rockt. So, das ist jetzt dieser Spezialfall. Jetzt haben wir direkt schon zwei Stellen, die wir nach vorne kippen müssen. Ist gut. So, jetzt muss hier... Wir stellen fest, das ist negativ. So, jetzt fangen wir an. Copy from E. So. Positiv. Entschuldigung. So, es ist nicht 0, es ist nicht negativ. Also, copy from count. Copy dahin. Und da muss jetzt 1 rausgehen, weil wir wollen mit D anfangen. Gut. So, dann. Scheiße. So, das ist natürlich schon negativ. Und dann machen wir was? Oh, warum bricht es ab, wenn ich da reinklicke? Ich will doch wissen, wo ich hinjumpe. Die Abbruchbedingung ist kacke von unserer inneren Schleife. Das ist blöd. Das ist nämlich diese hier. Die taugt nichts. Was machen wir an der Stelle? Wir... haben J auf dem Arm und wollen wissen, ist das jetzt schon... gegen Count zu prüfen, ist ja Bullshit. Wir müssen mit I vergleichen. Weil das ist ja die aktuelle Laufvariable. Also wenn der Counter schon an der Stelle ist, wo wir das Element einfügen wollen, und das ist I, dann sollten wir... Also das hier ist Quatsch, das muss I sein. Und wenn das negativ ist, also in dem Fall wäre es jetzt gewesen 1 minus 0, das passt. Oder ist es 0? Mal schauen. Möglicherweise ist es 0. Puh, das ist jetzt aber echt ein bisschen... So, sortiert, D, prima. So, und B ist ja ein super Case jetzt wieder, das nächste, was jetzt kommt. So. B. B ist 0. Hui! Haben wir schon. Also eigentlich müssen wir jetzt mit A das nächste anschauen. Weil ansonsten hätten wir es nämlich. Jetzt müssen wir halt da die Schleife durchlaufen. Ich glaub's noch nicht, dass es schnell ist. Aber es ist so A. So, jetzt kommt der magische Moment. 1. Copy from count. 4, das ist richtig. Also... Minus 1 bitte. So, 3. Gut, weil wir wollen bei E anfangen und wollen bis hierhin sortieren. Nicht negativ. Ich glaube aber, da muss der Null-Check rein. Ich glaube, negativ ist falsch da. Wir kopieren das in den Buffer. Das ist Bullshit, das wollen wir nicht. Wir haben hier was Falsches in den Buffer kopiert. Copy from. Buffer ist Quatsch. Wir holen... Oh Gott... Es wird noch ganz schön anstrengend.
Das wollen wir haben. Und dieser Check, den mache ich mal ganz kurz noch. Tausche den mal aus gegen Zero, weil ich glaube, es ist Zero ist richtiger. So, Kinas, ich hoffe, wir müssen es nicht noch tausendmal starten. So, B, super. Das nächste Element ist schon genau das, was ich brauche. So, ist eins. Hurra. Copy Count. Eins. Null ist das Element, das ich verschieben will. Klappt ja. Klappt ja Ast rein. Lass uns doch hier negativ nehmen. Leck mir Arsch. So, jetzt hat aber. Das funktioniert ja trotzdem nicht. Das funktioniert ja trotzdem nicht. Sehen wir gleich. Wir werden die Folge brauchen, fürchte ich, um all dieses Debakel hier aufzulösen. Okay, es ist positiv. Copy, Count, yay. Jetzt machen wir eins weniger. Jetzt haben wir den Index von dem, wo wir es holen wollen, aber nicht von dem, wo wir es hinhaben wollen. Das ist nämlich jetzt der Punkt. Jetzt brauchen wir eigentlich noch eine 1. Bams. Ist 0. Ist nicht negativ. Yay. Okay, immerhin. So. Bams. Minus 1. Peng. Jetzt knallt es gleich. Weil wir natürlich jetzt auf dem falschen Index sind. Wir müssen jetzt auf 1 eigentlich. Gut, jetzt aber bitte mein naiver Ansatz, weil ich habe gerade keine Nerven mehr. Der 1 hoch. Dann dahin bringen. Copy to. Copy to J. Ich weiß. Das sieht nicht gut aus. Sieht nicht richtig aus. Aber ich will jetzt erstmal einen funktionierenden Code haben. Weil das nervt mich ja selber. So, B. 1. Bams, größer. Take dies. Bring es nach da. Zähle das 1 hoch. Bring das nach da. Was? Ja. Ist immer noch 0. Nimm das. Bring es nach da. Zähle 1 hoch. Das kann niemals schneller sein. Niemals schneller. So, mach noch 1. Minus. Jetzt ist negativ. Jetzt ist gut. Bams. Und jetzt bring bitte. Nicht 1 hochzählen, sondern jetzt bringen. Copy from Count. Jetzt an der Stelle bringst du bitte den Buffer nach da. Wo machen wir das normalerweise? Okay, machen wir gleich. Was macht der Jump hier? Wenn negativ. Gut. Das heißt, an der Stelle machen wir mal Copy from Buffer und bringen das nach, wo auch immer i hinzeigt. Gott, das ist mal wahnsinnig. Wahnsinnig, wie kann man das beruflich machen? So, A, C. Passt. E auch. D. Oh ja, D. Dann haben wir mal eine Stelle, die mittendrin ist. Ist gut. D. So. Bams, negativ. Nächstes. Eins. Okay, das bedeutet, wir müssen das verschieben. Hol das hier ab. Bring das in den Puffer. Man kann es schneller stellen, gell? Auch die Einzelschritte, ja. Bring es nach D. Copy from Buffer zu I. Haben wir gerade erfolgreich einen Sortieralgorithmus geschrieben? Mist. Copy from Buffer. Scheiße. Das will ich jetzt nicht mehr haben.
Von wem kommen wir denn da gerade? Das ist, welcher Pfeil war das? Der da. Welcher von den beiden? Wenn ich jetzt anklicke, dann hört das Programm wieder auf. Ich kriege Kotzen bei sowas. Der da war das. Die Abbruchbedingung von der Schleife. Muss die das denn in den Puffer schieben? Ja. Und die andere muss es nicht. Also diese Abbruchbedingung, die kommt von ganz da unten. Und welcher kam jetzt von uns durch den. Der da? Gürtel I, Bump, Bams. Die hier. Die geht jetzt nach da oben, leider. Warum eigentlich? Weil wir wissen ja, wir sind fertig. Dann brauchen wir nicht nochmal in die äußere Schleife rein. Weil wir haben das ja gehandelt. Das können wir eigentlich nach da oben verschieben. Und zwar an die Stelle, wo wir das nicht mehr tun. Oh Mann. Oh Mann. Stopp jetzt. So. Copy from Buffer nach da. Bump 1 hoch, können wir uns eigentlich auch sparen. Aber egal. Jump. Next. Sag bloß, es geht. So, am Ende dieser Schleife sollten wir jetzt eine sortierte Liste haben. Das geht niemals schneller. Got it. Wir haben's. So, jetzt ist das Problem aber, dass wir gar nicht wissen. Scheiße. Wir wissen nicht, weil der Input leer ist. Dieser Ansatz ist insofern für den Arsch, weil wir eigentlich das Ende der Schleife nicht kennen. Weil wenn ich jetzt Inbox aufrufe, was gleich passiert. Wobei die Geschäftsführung hier auch vier Objekte erwarten würde. Und aus irgendeinem Grund hat unser Code nur zwei aussortiert. Also wir würden jetzt eigentlich A und D in die Outbox räumen. Okay, dann wäre jetzt mein Ansatz, um das Problem zu fixen, die Tatsache, dass wir in dem Moment, wo wir feststellen, dass wir ein Unique Item haben, es einfach schon in die Outbox bringen. Ist ja kein Problem. Das wäre in dem Fall, wenn wir es da wegschreiben, also dahin, bringen wir den Shit auch einfach auch noch zur Outbox. Copy to Count, ne, Copy from Buffer. Bringst du an, das ist er weg, ne? Bump Counter, Copy from einfach nochmal vom Buffer. Also, So. Das heißt, wir würden die Elemente, von denen wir wissen, dass es passt. Wieso sortieren wir im Moment mal, was ist denn hier los? Irgendwas haben wir kaputt gemacht. Ich habe was kaputt gemacht. Ich weiß. Ich habe irgendwie. E. B. Okay, der B-Fall, den. Ja, den haben wir leider auch. Den müssen wir natürlich auch nochmal explizit. Oh je. So, B. So, jetzt haben wir nämlich das Problem. Für den Fall, dass wir. Ach, wir geben hier irgendwas in die Outbox. Kommen wir jemals hier hin? Nee, ne? Jump. Copy to this hier. Copy to I und direkt in die Outbox. So. Das geht doch hier oben auch. Der bumpt den mal einfach später. Copy from. Das geht so. So, da hatte ich nämlich gerade einen Shortcut eingebaut, der. Ja, wir haben das eh schon wieder verworfen. Also bei Fällen, wo. Puh, dieser Swap ist so teuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Bring das nach da oben. Bams, Output. Okay. So. Jetzt haben wir diesen einen Case, der das Ganze nach hinten. Wir haben es gleich. Ich glaube, der Code ist gleich fertig. Und es wird ein ernüchternder Code sein, weil ich fürchte nämlich. So.
Inbox. Wir haben C verworfen. Warum haben wir hier nicht weitergemacht? If zero, if negative. Jump to. Ach so. Ja, das ist natürlich Bullshit. Dieser Case soll eigentlich nur den Loop weiterführen. Und dieser Case soll nach oben. An welcher Stelle? Bump I. Oh Gott. Wo ist genau? Scheiße. Es ist ein Durcheinander. Leck mich am Arsch. Subtract the buffer. Ich glaube hier. So. C. E. So, der E-Case. Leck mich, ich will... Debugging ist auch schwierig, gell? So, C-Case. Passt. So, der E-Case, den wir jetzt haben. Und zwar in Ruhe. So. Wird compared. Negativ. Du musst nach da unten. Machst einen Bump. Gut. Und gehst da hoch. Jetzt hast du die 1 auf der Nase. Warum subtrahiere ich das mit dem Buffer? Nein, ich will natürlich mit dem Count. Da sind wir. Ja, meine Fresse. Okay, ich hoffe jetzt einfach, dass es geht, weil ich habe auch so ein bisschen den Überblick über unseren Code. Verloren. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich glaube, es geht jetzt. B. So. So, E nach da. C nach da. B nach da. Und in die Outbox. So, ich glaube, der Code tut jetzt, was er soll. Magischer Moment. Trommelwirbel. Falsche Outbox. E. Was? Was? Warum E? Warum hat er denn jetzt das E da wieder mitgenommen? So, I give up. Officially. Weil ich check's nicht mehr. So, was ist passiert? Wir haben E. So, den komparierst du jetzt bitte mit dem E. Ist negativ und bedeutet nächster, bitte. Dann gucke ich, ob die Abbruchbedingung gewährleistet ist. Ist sie, warum? Ach so, weil wir sie jetzt geschiftet haben. Die hat die Abbruch... Oh Gott. Das ist ein Scheißdreck. Wenn wir diesen Shift durchgezogen haben, dann muss der Count natürlich noch eins hoch. Okay, letzter Versuch. Ich drehe noch durch. Dann muss natürlich der Count eins hoch, weil wir haben ja dadurch, dass wir das geschiftet haben, haben wir ja... Statt Lasagne doch Spaghetti. Code, ja. Gut, also. Der magische Moment, letzte Chance. Meine Glocke sagt auch bing, bing, bing. Never ever ist es schneller als das andere. Aber wir haben es gemacht. So, unser Programm ist mal eben kurz doppelt so lang, wie es sein müsste, aber läuft auch wesentlich langsamer als bisher. So, Freunde, ich gebe an der Stelle jetzt auf und lass uns doch einfach in der nächsten Folge ein anderes Level machen.